Hello Friends, Michael Buchinger hier. Die Leute lieben Extras, sei es in der Mickey Mouse oder dieses eine Extra-Pommes, das man am Boden der Fastfood-Tüte findet. Nun, diese Sendung ist so ähnlich. Herzlich willkommen zu Extra Hass. Christina hasst Leute, die zum Beispiel eine Woche in New York waren und dann bei jeder Konversation in den folgenden Monaten darauf hinweisen müssen. Oh, lecker Torte! Also ich finde ja, dass es in NYC die besten Cakes gibt. Oh, habe ich Cake gesagt? Ich bin immer noch so im Englischen drin, haha. Ja, wir haben es mitbekommen. Du warst in New York. Eine Postkarte hätte auch gereicht. Das hasse ich ebenfalls. Ich wünschte, du hättest einen größeren Bissen aus dem Big Apple genommen und wärst daran erstickt. Die Leute tun das irgendwie nur bei coolen Städten wie New York, London, Dubai. Aber niemand sagt, ach, oh, mein Freund Hendrik ist ein scheiß Ausländer und wenn ihr mich fragt, auch eine verdammte Sauschwuchtel. Oh! Habe ich das gerade wirklich gesagt? Entschuldigt mich, ich komme gerade aus Eisenstadt im Burgenland und habe noch immer die Sprache der Ureinwohner inne. Wo wart ihr denn in letzter Zeit auf Urlaub, ihr scheiß Schlampen? Wobei, vielleicht sollten die Leute so reden, sich einen YouTube-Kanal eröffnen, lustige Pranks machen und sie würden sofort in den Trends landen. Folgende Situation liegt bei Franziska jedoch nicht in den Trends. Wenn Leute ins Eisgeschäft kommen und sagen, eine Kugel Himbeere. Ach nein, das ist vegan, das esse ich sicher nicht. Entschuldigen Sie, aber trinken Sie auch kein Wasser? Muss mir das jeden Tag anhören. Oh Franziska, davon kann ich ein Lied singen und ich arbeite nicht mal in einem Eisgeschäft, weil Eisgeschäftbesitzer wissen, dass sie mit mir wahrscheinlich nur Verluste machen würden, weil ich das ganze Eis selbst essen würde. Wie dem auch sei. Ich habe ebenfalls einen Bekannten, der mal zu mir meinte, oh Michael, morgen gehe ich vegan frühstücken und ich bin schon ein bisschen nervös. Mal sehen, wie das wird. Wer weiß, ob mir das überhaupt schmeckt. Und er hat einfach so getan, als würde er schon am nächsten Tag nach Peru reisen, um dort in einem mystischen Ritual den psychedelisch wirkenden Pflanzensud Ayahuasca auszuprobieren. Und ich denke mir, hey, du isst einfach nur vegan, Hummus und Brot, wow. Newsflash, man kann sich tagelang vegan ernähren, ohne es zu bemerken. Die einzige Nebenwirkung ist vielleicht, dass wenn man den Mund auch nur ein bisschen aufmacht, die Worte, ich ernähre mich vegan, rauspurzeln. Aber ansonsten, manchmal kriegt man es gar nicht mit, wenn man sich vegan ernährt. Viele Dinge sind vegan. Äpfel, Wasser, Sperma. Letztens habe ich mir auch ein veganes Menü im Flugzeug bestellt, aber der Hunger darauf verging mir schnell, wegen Menschen, die am Flughafen sofort aufspringen, sobald das Boarding beginnt. Als kämen nicht alle Passagiere ins Flugzeug. Nun, Alberta, diese Leute haben eindeutig zu oft Titanic gesehen und haben Sorge, dass kein Platz im Rettungsboot mehr für sie ist, wenn Kathy Bates vor ihnen einsteigt. Aber diese Sorge ist absolut unbegründet, da gebe ich dir recht. Wir waren letztens am Flughafen und die Leute haben einfach noch bevor das Boarding aufgerufen wurde, eine Schlange geformt und sind so in Reih und Glied gestanden. Und ich dachte mir so, das ist einfach so der Inbegriff, die Quintessenz des Deutschseins und auch des Österreichischseins. Einfach so grundlos eine Schlange zu bilden. Und ich denke mir, worauf wartet ihr? Auf bessere Zeiten? Und wir mussten dann an der Schlange vorbei, weil wir Teil der ersten Boarding-Gruppe waren und die Leute konnten es sich nicht verkneifen, so Dinge zu sagen wie Vordrängler, das darf doch nicht sein, das finde ich absolut behindert. Was nebenbei bemerkt auch ein Teil auf meiner Hassliste ist, wenn Leute einfach Worte wie behindert, so mir nichts, dir nichts falsch verwenden. Und sie haben wirklich geschimpft, so wie kannst du dich nur vordrängen, ich hoffe dein Flugzeug stürzt ab, also dein Teil des Flugzeuges, nicht unser Teil, wir sind im gleichen Flugzeug, aber vielleicht passiert es irgendwie so, dass sich das Flugzeug in zwei teilt und du stirbst und wir leben. Und ich dachte mir, du kannst mich doch nicht dafür beschimpfen, dass ich eine absolut sinnlose Schlange ignoriere. Diese Schlange hat keinen Sinn, besonders seit man beim Boarding nach Boardinggruppen aufgerufen wird. Nun ja, absolut sinnlos finden wir auch Folgendes. Den Ausspruch, bis du heiratest, wird's wieder gut. Niemals hilfreich, immer deppert. Da gebe ich dir recht, Anna. Meiner Meinung nach eine doppelte Beleidigung. Super, jetzt muss ich mir neben meinem gebrochenen Zeh auch noch darüber Sorgen machen, dass ich wahrscheinlich nie heiraten werde und demnach mein Zeh nie wieder gut werden wird. Sie sollten realistischere Ziele setzen.
Bis zu deinem nächsten Vollrausch wird es wieder gut. Oder aber wirst sehen, bei deinem nächsten Walk of Shame bist du wieder ganz der Alte. Das kann ich nachvollziehen, das ist in absehbarer Zukunft. Schämen sollten sich auch jene Menschen, die Karu beschreibt. 14-jährige süße Girls, die den Gangsterboys hinterherlaufen und dauernd hihi, bitte mach mich nicht nass rufen. Okay, Karo, das verwirrt mich ein bisschen mehr als so manche Yoga-DVD, aber lesen wir einfach weiter. 15-jährige Gangsterboys im Freibad mit extrem coolen Moves und Sprüchen, die einem dann noch eine Frisbee ins Gesicht werfen. Was für ein Leben führst du? Welche Menschen kennst du? Die klingen absolut fürchterlich. Wo kommst du her? Wahrscheinlich aus Eisenstadt im Burgenland. Aber nicht verzagen, es gibt auch noch freundliche Menschen auf dieser Welt. Eine Tatsache, die Alex nicht so sehr gefällt. Ich hasse es, wenn mich Angestellte in Läden so überfreundlich und irre lächelnd begrüßen, als ob ich sie gerade vor einem tödlichen Autounfall bewahrt hätte. Oh Alex, ich kenne das. Und weil ich so ein Arschloch bin, gehe ich einfach immer davon aus, dass diese grinsenden, überfreundlichen Menschen Fans meiner lustigen YouTube-Videos sind und sage dann so Dinge wie: Hello Friends, Michael Buchinger hier. Ich kaufe in eurem Laden ein Schnitzel. Habt ihr auch ein bisschen Weißwein? Denn ich liebe diesen Weißwein. Hass, Hass, Hass. Autogramme gibt es später. Ich probiere jetzt mal dieses Oberteil an. Sie sehen mich so an, als hätte ich gerade einen Heil-Hitler-Tanz aufgeführt. Und es stellt sich heraus, sie kennen meine Videos nicht. Sie wollen einfach nur Kommission für meinen Einkauf. Okay, auch ein Grund nett zu sein. Das verstehe ich eigentlich. Ich sollte übrigens Kommission bekommen für all den Hass, der mich erreicht hat. Ihr habt mir so viele Zusendungen geschickt und es hat richtig Spaß gemacht, sie mir durchzulesen. Schreibt mir doch in den Kommentaren noch weitere Dinge, die ihr in letzter Zeit gehasst habt. Und wäre es nicht cool, wenn wir irgendwie so wie beim Monster AG diesen Hass nehmen könnten und ihn in Energie umwandeln könnten, um irgendwie unsere Weinkühlschränke und Vibratoren auf Hochtouren laufen zu lassen? Ach, ein Junge darf doch wohl noch träumen. Aber es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao!